Lediglich Asche blieb übrig von den Trägern, die Martha in der Kapelle verborgen hatte. Wir haben ihnen die letzte Ehre erwiesen und sind nun zurückgekehrt in unser Versteck, um mit Gav zu sprechen. Doch vorher sag ich nochmal ganz feierlich Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Final Fantasy 16. Weiter geht es und auch Jill wartet längst darauf, dass die Folge beginnt. Und das tut sie nun auch. Und da ist er nun. Alter Freund, lange Zeit nicht mehr gesehen. Nun sprich schon mit uns. Yo, Kreive. Schkettazrastenna. Hokoku. Ei, kawarazu, aiso te mon ga nai. そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上、未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所、一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス、ダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ。ポートイゾルデに住む知人を頼ってみる。知人だ。おじだよ。バイロン・ロズフィールド。ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド。大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ。待って、そうだよ。お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。おじはれっきとした貴族だが、その傍ら貿易を営んでる。挑戦なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。なDamit wäre also das Ziel gesetzt und strategisches Planen vorausgesetzt, können wir nun von hier aus aufbrechen und den nächsten Mutterkristall uns vornehmen. Ottos Theke ist aber auch nochmal freigeschaltet. Das ist eine gute Information, das wollte ich immer schon stets wissen. Und was es sonst noch gibt, erfahren wir hier. Neue Einrichtungen! Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Kunde aus den Landen zum stillen Stifter und das Jagdbrett. Alle drei befinden sich in der Nähe von Otto, in der Messe. Otto, komm, da gucken wir gleich mal vorbei. Ich würde gerne mal ans Jagdbrett blicken. Da gibt es doch bestimmt so ein paar Unholde, die wir erlegen dürfen. Ah, das wäre doch was Feines. So. Reise nach Fels Falkenschrei.
Okay. Klingt nicht schlecht, aber ich glaube, wir gehen erstmal das Orchestrion. So, von den Auswahlmöglichkeiten, die wir haben, nehmen wir das, was am wenigsten reizbar ist hier. Sorrow's Faded Form. Wow. Wow. Das passt aber besser zu der Stimmung. Es ist so leicht, diese geladene Stimmung im Hintergrund. Es braut sich was an da. Wir sind ja im Begriff, den nächsten großen Schachzug zu tätigen. Oh, guck mal. Okay, ne? Ziemlich groß, der Bursche. Sagt der Bub. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Warte mal, das ist hier. Hier gibt es so viele Sachen noch. Ne, Quatsch. Achso, das sind unsere Zimmer hier. Ich vergesse immer, wo wir überhaupt laufen. Wir sind ja auch frisch hier erst angekommen. Wir sollen zu Otto. Lass mich mal ganz kurz hier die Karte gucken. Bei Charon und beim Schmied sollten wir auch nochmal vorbeigucken. Und mir wurde auch näher gelegt, bitte auch Nebenquests zu machen. Von daher werde ich da auch mal was versuchen. Ah, guck mal, die schmökert wieder, die gute Dame hier. Die ist ja wieder. Deshalb ist auch ein Auge schon ergraut. Da ist der graue Star reingeraucht worden. Gaia, schon haben wir. Was ist denn mit der los? 8 Jahre hat sie Zeit, die neue Ware zu holen. Die hat nur Scheine, die sie hier in der Auslage reinlegt, du. Meine Güte. Boah, das ist aber nicht so lieb, ne? Das ist aber nicht lieb. Ich habe mehr erwartet von ihr. Warte mal, geht's hier hoch? Warte, wie komme ich denn da hoch? Ach, hier? Ach, da! Alles klar, erstmal rede ich mit Atanas Schmiedegeselle. Ja, sieh mal an. Wahnsinn, ne? So, Schledorn. Ich habe den anderen einfach mal abgewürgt. Ich wollte mal zum blühenden Amboss gehen. Flammenzunge. Geierschwert, da könnten wir vielleicht. Das ist eine Hersteller, ich will die ja pimpern hier so. Pimpern nicht, pimpen. Das würde, glaube ich, schwere innerliche Verletzungen bringen, wenn ich erstes machen würde. Deshalb lassen wir es mal Blitzschlag. Hier, das sieht doch gut aus. Blitzschlag. Flammenzunge bräuchte ich da aber für. Okay. Zack. Nein, weil ich dann Blitzschlag. Den ja, zack. Ja. So haben wir doch schon mal was Gutes gemacht. Alles andere wäre nicht so gut, aber er kann mir mal noch was erzählen über die neue Schmiede. Interessiert mich brennend. Also, ist gar nicht mal schlecht hier, würde ich sagen. Ich habe einen guten Hammer, einen guten Amboss und einen Lehrling, der meine mitunter ziemlich miese Laune erträgt. Oh, und der Ofen ist auch in Ordnung. Dank dem alten Blasebalg von Sid. Nur die Götter wissen, wie ich die Esse hier ohne den heiß genug halten würde. Mit den verdammten Kristallen auf jeden Fall nicht. Ja, so eine Schmiede gibt es wohl nirgendwo sonst auf Valistea. Und ich habe Glück, hier arbeiten zu können. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Aber vergiss nicht, die nötigen Materialien mitzubringen. Ja? Über die letzten 5 Jahre? Arekaragonenka. 5 Jahre sind vergangen. Das fragst du noch? Ist eine üble Plackerei gewesen, hier alles auf Vordermann zu bringen. Vor allem, weil wir nochmal ganz von vorn anfangen mussten. Aber für diejenigen von uns, die schon das alte Versteck mit aufgebaut hatten, war das ja nichts Neues. Trotzdem habe ich nicht vor, sowas noch einmal durchzumachen. Dieses Versteck wird uns niemand mehr nehmen. Dafür werden sie auch kämpfen, denke ich. Was ist das denn für ein komischer Bub? Die Früchte ihrer Arbeit. Ah, hier. Okay. Warum auch nicht? Tobe Tobe Choco-chan, also flieg, kleiner Chocobo. Habatake Chocobo, also schlag mit den Flügeln, kleiner Chocobo. Hier unten können wir vielleicht noch eine gute Tat tätigen. Bei Cormac dem Botanikus. Ah, Shido. Gosodan ga arimashite. Dou shita da? Shido wa kono ki no kajitsu wo gozonji desu ka? Tashika mae no kakurega ni mo atta na. Hai. Shokusei no kenkyu wo shite ita Martel san ga daiji ni sodatete ita mono desu. Kanojo no naki ato, boku ga ikusei wo hikitsuide, tsui ni taberareru hodo ni ookiku sodattan desu. それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできましたすごいじゃないかみんな喜びそうだこれを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですがなかなか声をかけられなくてどうか僕の代わりに
お渡ししてもらえませんか? Na, warum denn auch nicht? いいだろう。 連中には俺から渡しておく。 助かります。 石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。 ですから、ぜひとも食べていただきたかったのです。 それでは、シド。 こちらがマーテルさんの果実です。 よろしくお願いします。 よかったね、マーテルさん。 やっと。 Und damit haben wir den Auftrag angenommen. Den verfolgen wir auch zugleich, damit wir ihn abschließen und nicht auf die lange Bank schieben. Und unser Botanikus hat auch dasselbe Phänomen wie die meisten NPCs in diesem Spiel. Eine Botox-Überladung im Gesicht, auf das sich dann nur noch der Mund ein wenig bewegt und der Rest ist starr wie der Mutterkristall. Aber sei es drum, wir wollen nicht auf Äußerlichkeiten abzielen, sondern unsere Aufgaben erledigen. Moment, wo ist das hier? Da, guck mal da. Die Früchte der Arbeit. Das ist aber eine starke Quest, wo man einfach das Versteck einmal durchqueren muss. Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, das in diesem Zuge zu machen, um natürlich diesen Bau auch kennenzulernen, lieben zu lernen, vielleicht in demselben Zug. Dann machen wir mal hier oben durch. Ist ja auch tatsächlich mit viel Liebe zum Detail alles hier designt worden. Guckt euch das an. Ist das hier eine Pracht? Ah, herrlich. Da fühlt man sich ja glatt wie zu Hause hier. Wahnsinn. Vorbeigucken. Hier, da müssen wir gleich wieder runter. Ich denke aber mal, das dürfte kein Problem sein, von hier dann da ums Eck zu gehen. Denn da sind ja schon besagte Herren und warten darauf, die Früchte aus meinen Händen zu fressen. Fabien, der Fluchbrecher. Bitte schön. Ich habe leckere Äpfel für euch. Martels Äpfel. Ein! Müsste ich jetzt einen Apfel teilen? Ach nee, ist ein Korb. Ein Korb mit Äpfeln der Sorte Martel. Die von Cormac angebaut und gepflückt wurden. Sie warten nur darauf, von den Bewohnern des Verstecks gekostet zu werden. Bitteschön, da. Der Korb passt in die Handfläche. Das ist schön. マーテルだって、その名前どこかで。ああ、植物園にいた人じゃない。そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった。 また実がつくところまで育ったのね。そうか。あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。シド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。Sehr schön. Noch mehr müssen wir verdauen. Das ist der nächste Corentin. Der Fluchbrecher möchte auch einen Apfel essen. Da. Bitteschön. Oja? Natsukashina. Kono Kajitsute, mae no Kakurega de sodatete ta yatsu daro? Sendai no Shido wa, koitsu ga okiniiri datta na. まだ小さい実を勝手に取って、よくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、随分うまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意思を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて、 彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるか。やれやれ。相変わらずだな、オットーさんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。Okay, sollen wir wieder zurückgehen, oder was? これで渡し終えたな。 Offenbar, ja, ganz klar.
Ein weiteres Pläuschchen mit Cormac muss geführt werden. Aber das machen wir natürlich sehr, sehr gerne für die gebeutelten Leute hier. Alles klar. Jetzt geht's hier runter. Denn dort ist gleich wieder der wunderschöne botanische Garten, der in Andenken an Martel hier angepflanzt und angerichtet wurde und für uns nun begehbar ist. Was ist denn hier eigentlich zu finden? Was machst du denn da? Ach, hier kann man noch lesen. Grundlagen valisteischer Heilkunde. Morbulranken nach dem Abschneiden für 3 bis 5 Tage trocknen lassen. Wenn Mürbe im Mörser zerstoßen und zu warmer Körlmilch geben. Hilft gegen Gicht, Melancholie und Mondkrankheit. Bei der Beschaffung ist aufgrund einer möglichen Verstimmung des Wirts Vorsicht geboten. Aha! Ja, noch was, oder? Das ist hier. Versuchsprotokoll. Bohumil, leitender Botanikus. Erstklassigen Weinbergshumus von Gaul. Tanz Hof zu gleichen Teil mit toter Erde mischen. Von den 6 hineingepflanzten Ablegern haben 2 bis zur Blüte überlebt, sind dann aber innerhalb einer Woche verwelkt und abgestorben. Selbst verweinert mit dem besten Sanbrekschen Lehm verursacht die tote Erde immer noch einen Mangel an Nährstoffen in der Pflanze. Eventuell kann dies mit weiteren Düngemitteln ausgeglichen werden. Sabeta, Potasche oder auch dem Dung eines Rennchocobus. Das werde ich in meiner nächsten Runde von Experimenten erforschen. Ja, das solltest du wohl tun, doch vorher höre meine Worte an, denn ich möchte was von dir. Ich bin zu den Renchen, die Kajitsu watashite kita. Yorokonde kurete ita yo. Sore ni minna Martel no koto o natsukashigatte ita. Oboete ite kuretan desu ne. Martel-san wa hito ga nigate datta boku ni yasashiku sesshite kuremashita. Demo kanojo wa あの襲撃での怪我が原因で、以前彼女は言ってました。この木の果実を飛び切り美味しくしたいって。だからこの木をマーテルと名付けて育てたんです。僕がマーテルさんの思いを形にするために。お前は彼女の意志を継いでそれを成したんだ。自分を誇っていい。指導から お褒めの言葉をいただくなんて。そういえば、オットーが届けてくれと言っていたぞ。あと、俺の部屋にも頼む。わかりました。カゴにいっぱいお届けします。よかったね、マーテルさん。もっともっと美味しくしてあげますからね。 Und im Angesicht dieses Apfels haben wir die Quest abgeschlossen und die arme Martel ist gestorben an den Wunden, die sie bei dem Überfall von sich getragen haben. Das zumindest aus der japanischen Übersetzung letztlich ersichtlich gewesen. Shugeki no kega no geninde ist sie gestorben. Die arme, arme Martel. Und dafür gibt es jetzt einen Früchtekorb von ihr. Guck mal, kann in kleinem Zimmer betrachtet werden. Ein Korb voller Äpfel, etwas mickrig, aber dennoch recht süß im Geschmack. Dass man diese Früchte der verdorbenen Erde des toten Landes abgewinnen konnte, ist der Hingabe und des Durchhaltevermögens einer Frau zu verdanken. Martel, möge sie in Frieden ruhen. Also, falls du warten kannst, bis wir etwas Vorzeigbares haben, darfst du zuerst. An diese Worte erinnern wir uns natürlich sehr gerne. Alright! Jetzt geht's weiter. Wieder zurück nach oben. Und ich denke, vielleicht sollten wir als nächstes einmal noch die neuen Einrichtungen mustern. Damit wir wirklich alles einmal gecheckt haben. Und komplett frisch hier ins Detail gegangen sind. Das ist ja das, was man auch mal machen muss. Da hinten ist die Box. Ich habe das Gefühl, dass ich auch immer den maximal schlimmsten Umweg laufe, den es überhaupt gibt hier. So,
auch witzig, dass die Leute immer das Gleiche erzählen. Aber guck mal, wir können auch mal bei Informationen holen aus dem Rechenbuch. Der alte Bauer Otto hält Chocobos und Antilopen. Eines Tages wurden 5 seiner Tiere krank, also brachte er sie in die Scheune, damit sie sich erholen konnten. Leider stellte er am nächsten Morgen fest, dass über Nacht eine Monsterviper in die Scheune geraten war und einer seiner Antilopen 3 Beine weggefressen hatte. Um sicherzugehen, dass alle anderen Beine noch vorhanden waren, zählte er sie durch und war beruhigt, als er auf 13 kam. Frage, wie viele Nee, kann ich nicht. Wollen die mich hier in Mathekurs reinversetzen? Ich und Mathe, das geht nicht. Das ist nicht kompatibel. So, wartet mal hier. Und da ist der. Der ganze Krempel ist hier. Desiree und Gauthier. Hallo Gauthier. Die Kunde aus den Landen. Rosa. Sombrek und Rosari, da ist jetzt gerade nichts, was irgendwie von uns gefordert wird. Und Desiree? Was machst du für mich? あら、クライブ。支援品窓口へようこそ。デシレか。確かここでは支援者から届いた品を取りまとめているんだったな。ええ。各地の問題の解決にリスキーモブの討伐、そうしたあなたの活動に送る感謝の印だそうです。 あなたが多くの人を助けるほどに多くの信頼が寄せられます。どうぞ誇りに思ってくださいね。 Ja, dann gucken wir uns doch mal an, was es hier beim stillen Stifter so gibt. Für das Abschließen von Nebenaufträgen erlangt Clive Ruhm. Was anonyme Gönner aus aller Welt dazu inspiriert, ihm Geld oder Gegenstände zur Unterstützung seiner Sache zukommen zu lassen. Sprich mit Desiree beim stillen Stifter in der Messe des Verstecks, um Spenden anzunehmen oder zu erfahren, wie viel Ruhm du gesammelt hast. Ja, das ist jetzt aber mal eine ganz liebe Tat. Statt Gespräch Respekt wird mit mehr Ruhm freigeschaltet. Also jetzt kann ich hier mit Ruhm tatsächlich Sachen freischalten. Ein Hoffnungsfunke. Eine verzückte Witwe schrieb mir: Eure fröhliche Runde, Geächteter, und ihr tollkühnes Treiben ist bei den Damen des Hofes in aller Munde. Gemeinsam haben wir einige Dinge von Wert zusammengetragen, auf das ihr auch zukünftig euer edelmütiges Tun fortsetzen möget. Mutterkrabs, Schleierseite, blutige Haut und Fertigkeitspunkte nehme ich natürlich mit. Dankeschön. Respekt. Die Blutbeile schreiben: Den Mitgliedern unserer Kompanie geht Ehre über alles. Sie gebietet es uns, unsere Dank auszusprechen, wann immer es angebracht ist. Wir mögen Martha dieses Mal enttäuscht haben, aber noch einmal wird uns dies nicht passieren. Okay, danke. Jo, wir brauchen mehr Ruhm. Kriegen wir wahrscheinlich durch den Talk mit Nektar und den Blick auf das Jagdbrett. Nanda, Nektar. Dann gucken wir doch auch gleich mal auf das Jagdbrett, denn da tatsächlich weiter einzugehen auf eine Diskussion mit diesem Wesen, ist, glaube ich, nicht sehr ertragreich. So, das Jagdbrett. Schauen wir mal, was gibt's denn da? Oh, da haben wir ja hier den einen schon erledigt, den Ariman. Und jetzt erfahren wir, dass Berichte über schreckliche Bestien, die die Gegend unsicher machen, hier am Jagdbrett ausgehängt werden, in der Hoffnung, dass sich furchtlose Helden wie Clive der Sache annehmen und diese berüchtigten Gefahren dann auch erledigen und den Chaos machen. Das ist gut. Hier, Ariman. Einer der Blutbeile in Mantas Rast hat berichtet, dass er im Sumpf von einem unterweltlichen Schrecken mit einem einzigen starrenden Auge angegriffen worden ist. Es näherte sich ihm auf ledrigen Fledermausschwingen und versuchte ihn mit seinen rabenschwarzen messerscharfen Klauen aufzuschlitzen. Verständlicherweise flüchtete er in Panik, aber wenn selbst ein kampferprobter Söldner der Blutbeile den Anblick dieser Kreatur nicht erträgt, was könnte der Rest von uns schon ausrichten? 10 Ruhm gab's dafür. Wir haben ja nochmal zweierlei. Hier, der Engel des Todes, das klingt aber gut.
Ein Händler auf Durchreise aus Kernorwensch stieß auf eine Gruppe Fluchbrecher, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs waren. Mit Furcht in den Augen warnte er sie eindringlich vor einer fürchterlichen geflügelten Harpie in der Nähe. Obwohl die Fluchbrecher daraufhin nichts Ungewöhnliches auf ihrem Weg entdeckten, sorgte ein unheimliches Kichern aus den Bäumen trotzdem dafür, dass sie keine unnötigen Pausen einlegten. Kann das einfach... Achso, das, wir müssen das so rausholen hier. Ey, das ist aber wild, ne? Also wo? Kernorwensch. Wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ist auf der Karte hier. Ach, Auftrags, Sonnenfahrt Sandbreck. Und der gebrochene Griff Rosaria. Der Fratzenteufel. Neueste Berichte erwähnten einen wilden Avis von beträchtlicher Größe, der sein Nest auf dem Hügel in der Nähe von Eastpool gebaut hat. Es wird zwar das Möglichste getan, um die Bestie nicht zu verärgern, doch früher oder später wird sie ihren Hunger stillen müssen. Mutige Freiwillige sind hiermit aufgefordert, sich zur nördlichen Grenze zu begeben, auf das wir die Gefahr bannen, bevor sie sich an den Dorfbewohnern vergreift. Oh. Ah, ich weiß nicht, ist das alles gut? Bärstufe ist schon krass, ne? Ich hab Gefahrenrang B, ich bin nur C-Typ hier. Aber gibt's 20 Ruhm. Wollen wir mal versuchen, der gebrochene Griff Rosaria? Wo ist denn das? Da kann man hin. Ist das schon angezeigt? Post. Nee, komm. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich das so finden kann. Der gebrochene Griff? Ach, Moment. Ich geh mal jetzt hier runter. Ab mit dem Stiel hier. Mal die Etage nach unten. Nach unten gehen. Tja, fahren wir mal los. Der gebrochene Griff? Ja, da waren wir mal gewesen auf jeden Fall. Ist das hier diese Ebene da? Ich guck mal ganz kurz. Ich will, wenn schon, denn mal auch von jedem Teil hier ein bisschen was machen. Von jeder Schule mal ein Stück abbeißen, sozusagen. Der gebrochene, warte mal, ich darf nicht! Oder was? Ich darf noch nichts machen. Nee, das ist jetzt noch nicht gewünscht, offenbar. Das kommt er. Ach so, das darf ich erst später. Felsfalkenschrei. Naja, ich sollte noch mal. Ach so, ich muss gleich abreisen. Ich verstehe. Ja gut, ich würde sagen, das machen wir. Aber erst beim nächsten Mal. Oh, was für eine lapidar hingesetzte Folge. Da gab es ja nur Gequatsch und irgendein Apfelkram. Aber so haben wir richtig einen schönen Cut und wissen, dass wir das nächste Mal nach Felsfalkenschrei dürfen. Und da geht die Post so richtig ab, ihr lieben Leute. Ihr könnt nochmal kommentieren, liken, abonnieren, falls ihr euch geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal einschalten, und weiter geht bei Final Fantasy 16. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.